Herzlich willkommen zur nächsten Hearthstone Constructed Episode hier auf Weebler Games for You. Ich bin der Ivo und heute ist der letzte Tag der Season. Das heißt, es wäre ganz gut, wenn ich doch noch ein oder zwei Ränge gut machen würde. Deswegen spiele ich heute noch ein paar Folgen mehr. Also nicht wundern. Legendary war ja diese Season sowieso kein Thema, dadurch, dass wir oder ich relativ wenig nebenbei gespielt habe. Und erreicht halt dann zwei Spiele pro Tag irgendwie nicht. Malfurion gegen Thrall. Spielen weiter mit dem Druiden natürlich. Ich werde wohl ab morgen in so einem, also Bekannte von mir und Freunde machen ein Hearthstone-Turnier und da werde ich wohl dran teilnehmen. Mal gucken, ob ich da eventuell auch mal ein paar Folgen dann produzieren werde davon. Halt so ein Fun-Turnier quasi. Den Keeper behalte ich eigentlich immer ganz gerne. Aber ich denke nicht, dass wir ihn brauchen hier. Okay, das sieht doch gut aus. Da kommt der Keeper auch wieder. Schäben sind immer cool zum Start. Die sind ein bisschen tricky, muss ich sagen. Ich habe jetzt teilweise versucht, sie länger im Stealth zu lassen. Das ist aber super gefährlich. Wir müssen uns da noch so einen richtigen Weg für einfallen lassen, wie wir die effektiv eingesetzt bekommen. Können wir leider nichts anderes machen als das. Dann stehen wir mal die Schäden. Gibt natürlich eine Möglichkeit für ihn, das jetzt zu klären. Okay, wie machen wir das hier? Wir haben natürlich mehrere Möglichkeiten. Zum einen können wir swipen, zum anderen können wir silenzen. Ich denke aber, dass Silence hier stärker ist. Irgendwie silenzen das Totem. Ich muss das Land bewachen. Und lassen den hier noch mindestens eine Runde im Stealth. Damit er nicht von einem Rockbiter oder einem Lightning Bolt getötet werden kann. Das finde ich irgendwie ein bisschen strange. Ich hätte auf jeden Fall das Ei getauntet, sodass also das Ei und das Totem, damit das Ei angreifen kann und getriggert wird irgendwann. Bisschen seltsam. Aber okay, dann denke ich, werden wir jetzt swipen. Können das Totem könnten wir swipen, aber wir könnten auch den swipen. Aber wenn wir das swipen, können wir den töten und die beiden weg. Nur der würde überleben. Und den könnte ich zur Not mit der Schemen töten. Beziehungsweise wenn er würde ich so machen. Schämen. Er geht auf 3 runter, ist halt dann wieder anfällig gegen Rockbiter und Co. Das können wir nicht so gut. Kann natürlich auch einfach Bab und Bab machen. Heldenfähigkeit. Quält mir aber auch nicht. Können wir noch eine Runde warten? Ich denke eigentlich schon. Spürt den Zorn der Natur. Schauen wir mal. Eigentlich hätte ich vielleicht das angreifen sollen. Ich bin mir nicht sicher. Ich gehe davon aus, dass der Drake stirbt und deswegen ich den hier wegswipen kann. So wie ich es jetzt gemacht habe. Außer es kommt halt das Heiltotem. Das kommt aber nicht. Schwierig. Rockbiter-Weapon, wahrscheinlich auf ihn und wird den dann wegtraden. Okay, er kann natürlich jetzt auch so traden. Macht er aber gar nicht. Komisch. Sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam, was der da zusammenspielt. Aber halb so wild, das war irgendwie auch seltsam. Okay, soll mir recht sein, jetzt haben wir den erstklassigen Swipe. Schwapp, schwapp. Ich vermute, dass das ein Bot ist und deswegen das so ein Schwachsinn hier zusammenspielt.
Den können wir jetzt auf jeden Fall auch rausholen. Selbst wenn er einen Earthshock hat, ist es mir egal. Viel länger brauche ich ihn nicht im Stealth. Sieht gut aus für uns. Auf alle Fälle. Der bewirkt nichts. Sogar in mein Face. Interessant. Könnte natürlich traden, gefällt mir aber nicht. Könnte ihn spielen. Earthen Right, Gross, gefällt mir aber auch nicht. Könnte ihn spielen. Vermutlich hat er keinen Hex, weil er das Hex sonst benutzt hätte. Ich denke, wir spielen den. Wir machen Face Damage. Und gucken mal, was passiert. Bin mir nicht sicher, ob ich vielleicht sogar hätte traden sollen, aber wenn er dann einen Hex hat, ist es halt bitter. Traden hätte ich dann tun müssen, wenn er einen Earthshock hat. Hat er aber wohl nicht. Bin ich von letzter Runde her ausgegangen. Ist ein bisschen eklig, dass er mir so viel Face Damage macht gerade und er hat einen Earthshock. Okay. Okay. Niemand kommt an mir vorbei. Für die Ehre. 4, 8 und 6 sind 14, sind 15, die ich nächste Runde machen kann. Also habe ich nächste Runde tödlichen Schaden. So wie es aktuell aussieht. Und das Heiltotem wegmachen ist jetzt nicht so wild. Okay, ins Face, dann habe ich Angst. Okay, er hat wahrscheinlich Windsword und tötet uns jetzt. Oder? Jetzt sollte das Spell damit stehen, das macht gar keinen... Alter, der kriegt jetzt das Ding, oder was? Wie lucky kann er denn sein? Hätte das Spell damit stehen gehabt, hätte er es nicht geschafft, oder was? Macht doch gar keinen Sinn, Mann. Oh mein Gott, ey. Ich hasse sowas. Gut, aber das hätte ich nicht verhindern können. Ich hätte den, wenn ich das Heiltotem getötet hätte, wäre die Chance auf einen Spell Damage Totem kleiner gewesen. Naja, gut. Aber das ist halt was, was man jetzt nicht unbedingt beeinflussen kann. Ich hätte natürlich auch eventuell nicht den Schemen reintraden sollen, sondern den Kern, den traden sollen, sodass ich mir die 2 Damage auf mir hätte sparen können. Das ist dasselbe. Das ist dasselbe. Aber wir wissen jetzt zumindest, dass er ziemlich heftig Aggro spielt. Eigentlich kann ich das so behalten. Weil ich werde Runde 1 Wildwuchs coinen, werde dann die Schemen in Runde 2 spielen. Hab dann die Runde drauf ein Yeti und dann einen Druid of the Claw und der Start ist diesmal signifikant besser als letzte Runde. Er hat natürlich wieder das komische Ei. Ich denke, ich werde das Ei diesmal wegsilenzen. Ich muss das Land bewahren. Machen wir das mal so. Mir gefällt der Yeti da besser in der Stelle als Druid of the Claw. Weil Druid of the Claw halt später als Spotter wichtiger wird. Combo haben wir auch schon. Ich denke, wir können das sogar so machen, dass wir den wegswipen und ordentlich Damage ins Face machen.
Und ich spiele auch den Wildwuchs, damit ich die Combo schneller ausführen kann. Wenn ich die Combo jetzt noch nicht gehabt hätte, hätte ich den Wildwuchs behalten. Aber schade. Das macht aber ja nichts. Wo soll ich zuschlagen? Spüre den Zorn der Natur. So, nächste Runde ist er wohl tot. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt 31 in der Runde machen kann. Da sieht man mal, wie das Matchup ausgehen kann, wenn ich gute Draws habe. Ganz klar. Das komplette Gegenteil. Das bewirkt auch schon nichts mehr. Rettet ihn auch nicht. Das könnte ihn retten. Wobei eigentlich auch nicht, oder? Sehr schön, so schnell und so andersrum kann es dann ausgehen. Schon lustig. Das Ganze. Ja, würde ich sagen, machen wir an der Stelle erstmal einen Cut. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen. Wie gesagt, ich werde ab morgen das Turnier geht. Also es ist ja, ist jetzt nichts mit irgendwie großartigen Preisen oder irgendwas so offiziell und hier und da. Wirklich ein Freundesturnier. Und wir fangen, glaube ich, ab morgen können wir unsere Gruppenspiele machen. Wird BO3 sein. Und ja, müssen 4 Decks auswählen. Spielen werde ich wohl diese 3 und den hier. BO3 heißt, und eins halt wird gebannt. Das heißt, 2 der 4 Decks werden eingesetzt in der Gruppenphase. Und später ist ja dann BO5, sodass 3 eingesetzt werden. Mal gucken, wird vielleicht ganz lustig. Und ja. Hoffen mal, dass ich da noch ein bisschen was produzieren kann, auch zusätzlich. Bedanke mich nochmal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.